Hallo, hier ist Jana aus meiner Bastelecke. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich diese Stofftasche von meiner Arbeitsstelle mit den Henkeln hier nachbaue, und zwar aus Papier für unsere Praktikantin, die geht. Ich habe ihr so ein kleines Paket gemacht an Giveaways, die wir haben. Und habe die quasi so aufeinandergelegt, wie es am platzsparendsten möglich ist. Habe mir dann ausgemessen, alle Maße, Länge, Breite und die Höhe sozusagen, beziehungsweise Tiefe. Nach dem, was ich mir dann ausgemessen habe, ist es so, dass ich es nicht aus einem Stück Papier machen kann. Ich habe hier, oben ist der Teil, der weiß ist, und unten der Teil, der blau wird. Denn bei der Tasche ist das ja genauso. Und ich habe mir die Teile, die ich brauche, schon vorgeschnitten und auch schon vorgefalzt. So gehört das dann. Generell sind mal alle 21 cm breit. Das ist die Breite eines DIN A4 Blatts. Das heißt, ich habe hier einfach von einem DIN A4 Blatt 8 cm abgeschnitten, zweimal. Und hier waren es 7 cm zweimal. Wenn man die kurze Seite oben anlegt, habe ich es hier bei einem Zentimeter gefalzt, und bei der langen Seite habe ich es hier bei einem Zentimeter gefalzt und habe es mir dann hier drüben rüber geschoben auf 16 cm und habe dann diesen Falz gemacht. Das heißt, ich habe hier ein Stück, was 16 cm ist, 4 cm und 1 cm. Das ist meine Klebelasche. Da wird hier dieses Stück drauf geklebt. Und die Klebelasche an dem Stück wird dann wiederum natürlich mit dem zusammengeklebt, wenn man nachher die Tasche zusammen macht. Gleiches Prinzip bei dem blauen Papier. 1 cm, und das hier ist theoretisch bei 5, wenn man so will. Also ne, das Stück ist 16 cm, das Stück ist 4 cm und das hier ist 1 cm. Und die andere Falz, wenn man es also so rum anlegt, beziehungsweise ich habe es so rum angelegt, weil bei dem Schneidebrett von Stampin' Up hat man hier drüben, ich zeige das mal gerade, hat man hier drüben noch bis 3 cm. Und ich habe es mir dann so angelegt, dass es hier bei 3 und da bei 4 anliegt. Und genau so breit sind auch diese Teile. Also dieses Stück ist 3 cm, dieses Stück ist 4 cm. Auch das gibt es zweimal. Auch das wird hier in den Klebelaschen aufeinander geklebt. Um noch ein bisschen Zeit zum Ruckeln zu haben und das ordentlich aneinander zu kleben, nehme ich hier einfach jetzt mal den Flüssigkleber für. Gucke, dass die das auch wirklich abschließt miteinander und dass ich es nicht auf die Falzlinie, Falzlinie lege, sondern quasi daneben klebe, dass ich das hier noch ordentlich falzen kann. Und ich habe darauf geachtet, dass diese Falzlinie, die hier ist, ungefähr auf einer Höhe ist, weil ich das Ganze ja insgesamt dann zusammen falten werde. Jetzt lassen wir das kurz trocknen, dauert eh nicht lang. Und dann klebe ich diese beiden Teile aufeinander. Und zwar muss ich jetzt darauf achten, dass die 1 cm Falzlinie hier oben ist, und dann klebe ich dieses blaue Stück hier 1 cm ungefähr hier drauf. Ob das jetzt genau 1 cm ist, ist theoretisch auch nicht tragisch, wenn es ein bisschen weniger ist, aber ich kann mir das ja hier auf meine auf dieses Papier so anlegen, dass ich genau weiß, wo 1 cm ist. Ganz praktisch, aber wie gesagt, es muss auch nicht exakt 1 cm sein. Wenn es ein bisschen weniger ist, ist das da, kein Problem. Ich muss jetzt hier drauf achten, dass diese Falzlinien hier alle übereinander liegen, damit ich das auch nachher ordentlich falten kann. Sieht einigermaßen gerade aus. Ich habe jetzt hier ein Stück, was übersteht. Das schneide ich mir einfach ab, damit wir nachher kein Problem haben beim Kleben. Dann müsste das jetzt alles halten, bedeutet einmal falzen. Gut ist es, wenn ihr fürs Falzen dann ein Falzbein nehmt, denn damit werden die Kanten einfach ordentlicher
Ihr könnt es ein bisschen flacher auch hinkriegen, wenn ihr das Falzbein noch mit benutzt. Und auch theoretisch ein bisschen justieren, falls das total schief sein sollte, was ich gerade gesehen habe. Kann man hier auch noch mal ein bisschen dagegen arbeiten. So, jetzt müssen wir noch die Querfalze machen. Was ich jetzt hier noch mache, damit ich nachher die Klebelasche auch nur da habe, wo ich sie brauche, ist, dass ich hier an der mittleren Falz von dem blauen Teil so ein bisschen angewinkelt reinschneide und dann den unteren Teil einfach abschneide. Das sieht dann folgendermaßen aus. So, ein bisschen angeschrägt. Und dann schneide ich mir hier dieses kleine Stückchen auch noch raus, schräg das auch ein bisschen an, dass da nachher auch nichts drüber steht. Das ist jetzt meine Klebelasche. Bevor ich das zusammenklebe, werde ich dieses Teil hier noch nach innen kleben. Da muss ich jetzt gucken, dass ich es irgendwie hinkriege, dass ich das andrücke. Wenn der Flüssigkleber einmal hält, dann hält er auch. Aber, wie gesagt, ein paar Sekunden hat man Zeit. Und deswegen ist das ganz gut, wenn man dann ordentlich andrückt. Das sollte aber jetzt auch halten. Schauen wir mal. Sehr gut. Hier noch ein bisschen. Das macht das Ganze einfach oben ein bisschen stabiler, die Tasche. Also das. Und vor allen Dingen auch, weil sonst hättet ihr hier halt die Schnittkante als Abschluss oben. Und es sieht immer ein bisschen schöner aus, so eine Kante zu haben. Das ist fertig. Dann als nächstes klappe ich mir hier dieses kleine Stückchen um, bisschen Kleber drauf. Ich knicke es mir an der Kante hier ein und dann kann ich das exakt hier drauf falten. Da kann ich auch nochmal gucken, dass ich es einigermaßen so hinkriege, dass das übereinstimmt. Und dann kann ich mir das hier hinten nochmal ordentlich festdrücken mit dem Falzbein. Hier ein bisschen warten, bis es getrocknet ist. Und im Moment sieht das noch so aus, als ob es zu viel blau ist, im Gegensatz zu dem, vom Verhältnis her. Aber dieser Teil hier unten ist ja unser Boden. Oh, ich habe vergessen, hier noch reinzuschneiden. Kein Thema. Da unten, das Stück könnt ihr auch gleich am Anfang, wenn ihr eh schon die Schnitte macht, noch mit einschneiden. Ist dann ein bisschen leichter als jetzt hier so ein Gefummel. Und dann kann das hier rumgeklappt werden. Und dann ist das auch vom Verhältnis wieder okay mit dem Blau und dem Weiß. Und jetzt kann ich gucken, ich habe hier eine Naht, wo es aufeinander klebt. Und ja auch hier eine Naht, weil ich ja zwei Teile aneinander geklebt habe. Aber es gibt, finde ich, immer eine Seite, die ein bisschen schöner aussieht. Hier sieht man so doll, dass das nicht ganz übereinstimmt mit der Höhe von dem Blauen. Ich würde das hier als Vorderseite nehmen, bedeutet, dass ich zuerst die Seite einschlage und dann die, denn dann habe ich hier vorne einen schönen Abschluss und nicht diese Kante hier. Erstmal hier unten ein bisschen. Da reicht aber wirklich ein bisschen. Ich will nur, dass diese kleinen Stückchen nicht so wegstehen. Um mir das Ganze anzudrücken, kann ich hier ein bisschen mit der Schere reingehen. Okay, Grundtasche ist fertig. Was man noch machen kann, und es ist ja eine Stofftasche, die man eigentlich falten kann, ist hier diese Seitenteile so ein bisschen einzudrücken, dass es auch eher aussieht wie eine Tasche, wie eine Tragetasche. Es reicht so ein bisschen, so wie die Tasche hier auch, so einen Knick hat quasi. Bei uns ist hier das Logo und unsere E-Mail-Adresse drauf. Ich glaube, ich mache es in dem Falle nicht ganz detailgetreu, sondern schneide jetzt einfach von einer unserer älteren Postkarten. Was heißt älter? Aber die Veranstaltung ist schon abgelaufen. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach das Ganze ausschneiden. Und jetzt muss ich mir natürlich noch überlegen, ich brauche noch meine Tragegriffe. Die mache ich natürlich auch aus dem Blauen, genauso wie das hier auch mit dem Blau gemacht wurde. Dafür brauche ich lange Streifen
Und jetzt muss ich mir mal überlegen, wie lang. Diese Henkel sind ziemlich lang, im Verhältnis eigentlich so lang wie die Tasche selber. Die Tasche ist 9 cm hoch. Naja, dann nehme ich einfach wieder 21 cm. Also für die Henkel nehme ich mir jetzt ein Stück Marineblau. Schneide mir hier... Ich muss erstmal testen, wie das aussieht, wenn ich jetzt hier 1 cm nehme. Doch, ich finde, das reicht. Und dann machen wir nochmal einen Streifen. Bei dieser Tasche hier ist das Ganze angenäht. Deswegen werde ich jetzt hier kein so ein kleines Klemmerchen oder so nehmen, um das festzumachen, sondern ich werde versuchen, das mit dem Flüssigkleber festzumachen. Muss aber dann wirklich gucken, dass ich das ordentlich halte, weil es unter Spannung steht. Oder ich nehme einfach als Hilfsmittel diese kleinen Büroklammern hier. Und jetzt muss ich nur noch gucken, dass ich das irgendwie zentriert anbringe. Ja, ich glaube, ich mache das nach Augenmaß. Ich mache erstmal eine Seite fest und schauen wir mal. Versuche das auch hier auf diese 1 cm Falz zu kleben. Dann scheint nämlich das blaue Papier nicht so durch, weil es ja doppelt gelegt ist oben durch den 1 cm Rand. Das könnte hinhauen. Dann mache ich hier mal meine Klammer hin, dass das auch so fest trocknen kann. Die zweite Seite. Und jetzt versuche ich die natürlich so hinzubekommen, dass der Abstand ungefähr gleich ist. Dazu kann ich mir das Lineal als Hilfsmittel nehmen. Hier haben wir ungefähr 3,5. 3,5 ein bisschen weiter rein. Bisschen weiter. So. Das passt. Bisschen rausziehen. Und einmal eine Klammer hin. Die eine Seite ist schon fest, die andere lasse ich jetzt noch kurz. Und dann testen wir gleich mal, ob unser Zeug da auch so reinpasst, wie ich mir das gedacht habe. Und ich habe es ein bisschen größer gemacht, so hat man nämlich mehr Spielraum. Passt perfekt. Ein kleines Täschchen voller toller Sachen. Jetzt werde ich noch eine Karte machen und die werde ich einfach so groß machen, dass die auch wirklich hier mit reinpasst. Da gucke ich mal, ob nicht unsere kleinen, das sind diese kleinen, wie heißen sie denn? Die kommen gleich mit Umschlag. Kleinen Grußkärtchen, glaube ich. Und die sind schon so fertig. Da hat man eine Kartenbasis und einen passenden Umschlag dazu. Und es ist auch schon vorgefalzt. Perfekt. Es passt exakt rein hier. Der kleine Umschlag sieht so aus. Ist also nicht viel größer. Und das werde ich jetzt einfach mit Danke verzieren. Jetzt können wir hier die auch schon wieder abmachen. Und wie gesagt, dieser Flüssigkleber hält bombenfest. Da ist jetzt ein bisschen Gewicht drauf und macht überhaupt nichts. Ich möchte das jetzt, diese Karte hier quasi an diese Tasche ein bisschen anpassen. Das heißt, ich werde mir hier unten einen Streifen hinmachen in Blau. Bisschen krumme Maße. Ich würde sagen, das ist 12,7 von der Höhe her werde ich 3 cm machen. Also das sind genau 5 Inch die Breite von der Karte, weil das ja wieder die amerikanischen Maße sind. Ich halte das jetzt relativ einfach. Es soll ja alles zu dieser Tasche passen. Das heißt, ich klebe mir das jetzt schon mal hin und dann kommt da einfach noch ein Danke drauf. Welches genau? Muss ich noch gucken. Wir haben ein Stempelset im Jahreskatalog, wo einfach nur ganz viele unterschiedliche Dankeschöns drin sind. Das finde ich immer total gut, weil Dankeschön brauche ich öfter mal. Deswegen habe ich mir das besorgt und es heißt von großer Bedeutung. Und ich würde sagen, ich nehme Danke von uns allen. Passt auch ganz gut so von der Platzierung her. Also der ist ganz gut geschnitten. Manchmal sind die so ein bisschen schief geschnitten oder so. Und wenn man dann stempelt, wird alles total schief. Aber der sieht ziemlich gerade aus. Deswegen mache ich das jetzt ohne das Hilfsmittel, den Stampin'Magic. Ungefähr gerade. Innen rein stempel ich jetzt auch nochmal was mit Danke. Sehr schief geworden. Ja.
Also ich habe hier innen drin auch nochmal was reingestempelt. Man kann jetzt drumherum was schreiben oder auch hier oben was draufschreiben. Aber genug Danke quasi mit drauf. Dann machen wir vielleicht auf den Umschlag noch was. Dann haben wir auch wirklich genug. Die Karte ist fertig. Es ist wirklich eine extrem einfache Karte, aber es soll ja jetzt angepasst sein an diese Tasche hier. In den Reihen können wir dann noch was schreiben. Es ist mehrfach Danke mit drauf. Und wenn ich das jetzt hier reinstecke, nee, so rum, dann kann man das eben einfach hier mit reinstecken. Und wir haben alles beieinander. Und sie kann sich das theoretisch, wenn sie denn möchte, auch so hinstellen als kleines Andenken an das Praktikum bei uns. So viel also zu dem kleinen Dankeschön für unsere Praktikantin von der Arbeit. Diese Tasche könnt ihr natürlich in jeglicher Form abwandeln. Ihr müsst die nicht genauso machen wie ich. Das war ja jetzt nur, weil die Originaltasche so aussieht. Man kann die auch ein bisschen schmaler machen, dass die nicht so breit ist. Und dann kann man die auch aus einem Stück Papier machen, wenn man dann zum Beispiel Designerpapier nimmt in 30,5 cm. Dazu verlinke ich euch ein Video zu der Conny Stewart, wo ich die Idee her hatte und es einfach so abgewandelt habe, dass es eben für mich passt. Ja, und wie gesagt, jetzt blende ich euch noch ein Foto ein, wo ihr diese Tasche und unsere Originaltasche nebeneinander seht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir doch einen Daumen hoch. Wenn ihr kein Video verpassen wollt, könnt ihr meinen YouTube-Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Tschüss! Ja, ich eine Tasche mache. Also das ist quasi die Höhe, die Tiefe, die Breite, Länge, wie auch immer. genau. Nee, Blödsinn. Das ist quasi, wenn man die kurze Seite anlegt, ist es hier... wenn man die kurze Seite oben anlegt und dann wird das Ganze eingeklappt. Ja. Und wenn ich will, dass das 9 cm hoch ist und von der Breite her... So wäre nicht schlecht. Nein, okay, ab hier. Und ich denke, das könnte passen. Jetzt schauen wir mal. Perfekt! Und was ich ganz gerne mache, wenn ich so Dankeskarten mache, ist das... Ach nee, warte. Und das mache ich jetzt. Und ich denke, irgendwas werde ich noch in den Reihen stempeln. Da muss ich mal gucken. Weil dieses Stempelkissen ist extrem saftig. Ja, kurz drauf drücken, dann passt das. Na, komm schon. Nee, wir lassen das mal noch hin. Also wirklich eine ganz einfache Karte. Dann würde ich sagen... So.